Jo Leute, was geht bei euch? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Minecraft 1.12er Projekt. Und ich stehe nicht umsonst hier im Haus, weil ich gehe jetzt mal euch vor die Tür. Ihr seht, es hat sich einiges getan. Ich habe etwas gemacht. Ich habe gedacht, dass ich aufgenommen habe. Aber hab ich nicht. Ja, habe ich das kleine Farmhäuschen fertig gemacht. Ich habe hier eine Schaltung komplett gemacht. Und ihr seht auch schon bepflanzt mit Kies. Die ganze Redstone-Leitung ist gelegt. Einmal komplett hier hinten ist alles gemacht. Okay. Noch nicht alles. Das hier fehlt hier noch. Dass ich das hier dicht mache. So, machen wir das auch noch zu. So. Jetzt sieht es doch ein Schuss besser aus. So, hier seht ihr, ich zeige euch das jetzt mal ein bisschen, wie ich das gebaut habe. Und zwar geht hier von da hinten das Wasser, da unten drunter sind Kolben. So, dann geht das, dann fließt das Wasser da. Und dann geht es hier unten hin. Ich kann euch noch zeigen, wo man da rauskommt. Hier geht auch direkt runter. Hier hin, hier kommt es dann nämlich raus. Das Weizen, das können wir vermutlich in den nächsten 2-3 Folgen einmal laufen lassen. Sind wir immer noch in einem Haus. Wir sind immer noch nicht ganz fertig. Deshalb möchte ich noch kein zweites Haus anfangen. Hier seht ihr mal, wie viel Redstone das gebraucht hat. Ultra viel Redstone hat das gebraucht. Fast mein ganzes Redstone ist weg. Da habe ich ein bisschen Cobblestone durchbrennen gelassen für Dings da. Wie heißt's? Für Repeater. Aber ihr seht auch, wie viel Weizen ich hier bekommen habe. Dieses Weizen war nur vom oberen Teil. Also, und wir machen mal hier draus alles Brote komplett. 2 bleiben übrig. 39 Brote haben wir jetzt gemacht. Einmal abfahren. Holla. Also das ist mal eine Zahl, mit der kann ich mich mal richtig gut anfreunden. Die gefällt mir richtig gut. Da liegt ein Fastblock. Keine Ahnung warum. So, aber. So, ich wollte ja eigentlich da vorne auch noch gucken, wo denn dieser eine Stamm da ist. Komm mal, wo der Stamm da ist. Da ist er. Ich hoffe, das war der eine. Nicht, dass hier irgendwo noch einer rumschwirrt. Da schwirrt noch einer rum. So. Jetzt. Wenn es das jetzt war, dann würde es mich sehr freuen. Scheint. Gut. Also, was bauen wir denn hier als Nash? Das, ich würde sagen, ein zweites Haus. Hier ist halt noch die Hülle, wo es dann reingeht. Das heißt, der Weg wird als so lang, aber ja, wo machen wir denn das nächste Häuschen hin? Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage jetzt, weil ich bin einfach in Begründung, ich weiß es selbst nicht. Ich weiß es einfach selbst noch nicht. Hin, ich glaube, das ist hier hin. Ja, machen wir hier hin. Platziere schon mal den Grundstein hier. Immer dieses eine Gras. Ein Nerv, ne? Also das Haus wird auf jeden Fall etwas größer als das. Das bekommt noch eine Etage oben drauf. Also da, das bekommt noch einiges. Das hier werden dann die Verbindungswege. Ich werde jetzt noch einen Weg dann hier rüber bauen. Runter. Türe. Wie weit ich vor muss. Hier auf jeden Fall so kommen möchte, dann muss ich noch eins weiter. So, dann muss ich so rüber. Alter Falter, okay. Okay. Da brauchen wir noch einiges an Kies, aber den Kies sammeln wir später erst.
Weil, jetzt machen wir uns erstmal eine Axt und werden mal ein paar Bäumchen wieder klein hauen. Weil ich habe einiges Holz schon jetzt verbraucht. Machen wir uns Axt. Eisenachs, da ist er. Und los geht's. Ich lege aber keine Ahnung, warum nichts in den zweiten Slot da. Diesmal machen wir es, diesmal lege ich mit dem Bein da rein. So, wo gehen wir hier jetzt abbauen? Ich würde sagen, wir bauen dieses Bäumchen hier ab. Das steht mir sowieso schon so ein bisschen im Weg. Wartet mal, könnte man nicht irgendwie ein Schild machen oder sowas? Weil dann würde ich mir ein Schild craften für Gegner. Aber keine Ahnung, wie man sich jetzt nochmal ein Schild craftet. Irgendwas mit Eisen war es, das weiß ich. Aber was kommt dazu? Das weiß ich nicht mehr. Bäume, warum habe ich hier überall so große Bäume? Sag mal. Läuft auch heute nicht, ne? Das hat irgendwie auch heute schon den ganzen Tag, die ganze Aufnahmesession, wo ich jetzt schon habe, macht er nur so. Fast jeder Folge hat er jetzt so gemacht. Ich verstehe nicht warum. Aber er hat es einfach so gemacht. Er macht es einfach so. Und das immer pünktlich nach 6 Minuten. Er mit dem an. Ach ja, muss man mal gucken, warum der so macht. Soll ich nur sagen, das reicht mal fürs Erste. Nur fürs Erste. Und da ist der Grundstein, das Häuschen. Ich werde stellen. So und so. Wo machen wir die Tür hin? Machen wir hier so eine Tür hin? Ja, machen wir eine Tür. Oh, wie lange? Alter Schwede, das wird ein großes Haus. Ich überlege, das nicht als Rathaus zu nehmen oder als Haupthaus. Man muss sich hier ja schon legen. Hier schon verbreitern, sozusagen. Oder auffüllen. Aufschütten, wie auch immer. Alter Falter. Hut ab! Ich werde hier auch so einen kleinen Abgang machen. Jetzt nicht mit dem Worten, dem wörtlich genommen Abgang, sondern Abgang im Sinn von, da geht es in den Garten rein. Mal, das ist ein großer Raum, das könnte ich so lassen sogar. Nein. So geht das nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Einfach. Nein, das müssen wir anders machen. So müssen wir das machen. So, ich mache mal die Hammelbeinchen da wieder raus. So muss das aussehen, jetzt das neue Häuschen. Tür. Das hier auch noch eine Tür. Also ihr seht, das ist schon ein relativ großes Haus. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Ich überlege hier unten eine Küche zu machen. Aber dafür ist der Raum hier zu klein. Dann muss das hier die Küche werden. Dann wird das da drüben das Schlafzimmerchen. Es hört auch nicht auf zu regnen, ne? In der Welt hört irgendwie gar nicht auf zu regnen. So, das Schlafzimmer werde ich aber. Ja, doch, das werde ich noch mit Tür machen, aber die Küche bekommt keine Tür mehr. Küche bekommt einen Bogen. Schlafzimmer bekommt eine Doppeltür. Wow, das war schon an Holz. Okay, na, nice. Leider.
keine zwei Treppen mehr. Hier auf jeden Fall, das ist ein totaler Bogen, würde ich mal sagen, ne? Also, gut, 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 geil. Hier noch ein Block hin, da noch ein Block, da kommen dann Treppen hin. Gehen wir rüber ins andere Haus, gehen wir wieder schlafen da drüben. So, schlafen und weitermachen. Jetzt weitermachen. Mit Holzfällen, ne? Ja, genau, Holzfällen. Machen wir hier weiter. So, gucken wir mal, wie viel Holz ich mir hier jetzt packen kann. Notfalls haben wir da drüben noch was an Holz. Nehmen wir den hier. War ein großer Baum, das wollte ich gar nicht. So, machen wir. Also ich versuche jetzt eigentlich so viel Holz wie möglich zu sammeln, damit ich mein Haus hier endlich mal beenden kann. Okay, ich habe es zwar gerade erst angefangen, aber ich will es halt so schnell wie möglich beenden. Am liebsten jedes Haus eine Folge. Jetzt habe ich hier angefangen. Aber auch wieder so. Ich will keine großen Bäume fällen. Ich will nur diese kleinen Bäume. Ja, nett. Mehr. Ich nur diese. Und nicht die XXXL-Bäume. Haben wir denn schon dasselbe wie eben? Das ist zu wenig. Ich gucke, damit ich den Stack voll bekomme. Dann muss ich aber nochmal leeren gehen an der Kiste. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird das Haus mal. Ich werde mal versuchen, die erste Etage so relativ fertig zu bauen. Fünfer Baum, jawohl. Genau einen Stack. Nice, perfekt. Jetzt geht es erstmal da hinten an die Kiste im Haus. Und ihr seht, wir bauen hier schon einiges hin. Es geht voran mit uns. Nur müssen wir ja erstmal alles erarbeiten. So, wir machen mal ja alles ein bisschen leerer. So, das reicht ja mal. Vier Stacks. So, genau, vier Stacks Holz. Jetzt geht's vorwärts an die Bude. So. Ach so, bevor ich vergesse, Werkbank vergessen. Ich habe hier schon mal die Wände ja jetzt schon drei hoch, ne? Gut wie alle Wände. Aber hey, es geht sehr schnell. So, damit wir auch gleich alle Wände auf 3 haben. Damit hier auch keine Mobs mich nerven können. So, haben wir alle 3? Jawohl, wir haben alles auf 3 hoch. Habe ich schon eine Werkbank dabei und habe noch eine gemacht. Ja, GG. Genau 4 Stück brauche ich jetzt. Mhm. Weg wieder gesetzt. Jawohl, das ist doch mal was, ha? Ist zwar eins höher, aber ey, mir wurscht. Ich habe ja meine Materialien. Ich kann auf 5 hochgehen. Ich werde nämlich jetzt, das ist jetzt ganz speziell an dem Haus, dieses Schlafzimmer hier hoch machen. Das ist speziell an dem Haus, weil da oben drauf, das ist ein kleiner Balkon. Oben auf dem Schlafzimmer kommt ein Balkon. Genau hier, da ziehe ich jetzt noch ein
welchen Zaun drumherum. Hier kommt ein Balkon hin. Der Rest wird 4 hoch. Ich drücke halt die Maus gerade durchgehend, ja, damit ich auch überall Block setze, nicht so wie hier. Oh, 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 also, oh, ho, ho. Das braucht richtig viele Blöcke jetzt, dieses Haus. So sieht das aus. Alter Schwede. Was ein großes Teil. Also das ist, das dürfen wir ordentlich Material entziehen. Wow. Wow, boah, ist das groß. Okay, im anderen, auf der anderen Welt, wo damals das Projekt war, das No Name, habe ich noch ein größeres. Aber mittlerweile existiert ja No Name nicht mehr, weil 189, das war mir dann zu alt. Und jetzt gibt es hier halt mit Keramikboden aktuelles Haus. Obwohl ich nur die Axt rausholen möchte, weil ich Bäume platt machen will. Jetzt ist die Maus gerade wieder auf Standby. Ich weiß nicht warum, die macht das alles. Jetzt geht sie. So, da oben sind die Bäume. Keine großen Bäume will ich fällen. Das kann ich machen, wenn ich mehr Zeit und Lust habe, die großen Bäume zu fällen. Normalerweise habe ich ja nur Lust auf diese hier, auf die 5er und 6er Bäume, ja. Hier bei den Birken auf 7er Bäume. Aber nicht auf 10.000er Eichenbäume. Darauf habe ich keine Lust. Ich auch immer, wie hoch die sind. Das ist ein 6er. Ich glaube, ich sammle auch noch mal dieselbe Menge ungefähr. Oh, leider ein bisschen ruhiger im Moment. Ich bin nämlich relativ spät beim Aufnehmen. Wir haben jetzt 2 Uhr nachts beim Aufnehmen. Und habe eher etwas ruhiger. Und Alter, das habe ich jetzt überhaupt noch gar nicht gesehen. Wow. Okay. Das wäre auch ein nicer Spot gewesen, mal was zu bauen. Jetzt sind wir hier ganz oben an der Spitze von so einem großen Baum. So. Birkenbaum. Okay, jetzt sind wir im dichten Wald, aber ich glaube, ich muss für die nächste Aufnahme nochmal ein bisschen die Anforderungen runterschrauben. Das, was ich jetzt habe, ihr seht in Minecraft, das ist relativ eine ganz kleine Anforderung. Ich habe jetzt einfach mal einen Chunk tiefer gestellt, aber das bringt gar nichts. Macht eher noch mehr Nachteil. Da muss ich jetzt mal gleich schauen, was da abläuft, Oder wisst ihr was? Das mache ich jetzt einfach schnell in der Folge. So, erstmal Task Manager öffnen, Leistung beobachten. Warum der so ist? Und mich wundert, warum ich bei 95% CPU bin. Wundert mich gerade ein bisschen. Das gefällt mir schon besser mit 80, 75%. Das gefällt mir besser. So. Direkt weitermachen. Am Haus, weil ich möchte das noch am besten jetzt noch fertig bekommen. Hopp, hopp, hopp. So, dann machen wir die 5. Wand. Hier das kann ich mit sparen. Das ist die 5. Wand, oder? Nee. Spam gerade wieder meine Maustaste. Das so halt zu bauen während dem Laufen.
alles 5 hoch. Jetzt kommt das Spezielle an dem Haus, und zwar muss ich ja einen Boden hier setzen. Hier. Ja. Wow, los. So ungefähr so Boden wird das. Hinten gibt es schon 5er Boden. Also 5 hoch. Bin ich mal gespannt, wo mache ich das Treppenhaus hin? Oder zumindest die Treppen. Und so rum. Stück, ich mach die einfach mal hier hin. So. So, die Treppe haben wir auch schon mal für nach oben. Das heißt, die können ja eigentlich weg. Einfach mal fort. Mir jetzt halt noch ein bisschen fehlt, ist hier. So, hier hin. Dahin. Hier mal oben hin. Das dann hier gleich aus. Ach so, ich ja hier hoch. Ach. Das war ich mich wieder so massiv verbauen. Alles machen, hochgehen. Machen wir hier das noch zu Ende. So, das ist dann der Boden da oben. Da wird da einfach mit einem Slap abgerundet. Und ich würde sagen, Leute, nach 23 Minuten beende ich mal die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt euch einen Daumen nach oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Ich sehe und ich höre euch. Ich bin nächste Folge wieder für euch da. Mit dem 1-Server-Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Seid reingehauen, Leute. Ciao.